Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Kerstin Nagel vom Bremer Spirituosenkontor. Super, wir werden heute ein bisschen über Whisky aus Indien reden. Was haben wir denn da? Ja, also wir haben ganz toll heute drei verschiedene Sorten. Es gibt natürlich ganz viele mehr. Ja. Und zwar ist das Paul John. Darf ich mal einmal zeigen? Absolut, absolut. Vielleicht nehmen wir was, was nicht eingepackt ist. Genau, wir nehmen was, was nicht eingepackt ist. Bold. Bold. Also peated, es ist getopft. Mhm. Wir haben die Bread and Butter Geschichten von Paul John. Mhm. Sind drei verschiedene. Es gibt einmal den Brilliance, den ungetorften, den Edited haben wir heute nicht dabei. Das ist der leicht getorfte und den Bold. Ja. Der ist stärker getorft. Wirklich aus den schottischen Highlands der Torf per Schiff eingeflogen, hätte ich beinahe gesagt, natürlich eingeschifft. Nach Indien, wird in Goa produziert, unter den klimatischen Verhältnissen von Indien. Subtropische. Ja, ja, ja. Tropical Aging, wie man das so schön sagt. Eine ganz tolle Geschichte, weil wird wirklich klassisch nach dem schottischen Verfahren hergestellt und hat eine sehr hohe Qualität. Ja. Ganz viele ISW-Auszeichnungen bekommen und in Tastings schneidet er auch immer richtig gut ab. Genau, ja. Ja. Haben wir auch jetzt dabei noch eine Christmas Edition? Oh, habe ich ein Sample von euch bekommen? Muss ich noch ein Video drehen? Oh ja, also einfach mal probieren. Die Christmas Edition hat einen Hauch, einen ganz leichten Hauch von Torf, aber kaum zu merken. Ja. Also wirklich toll, die Christmas Edition, deswegen, weil Weihnachten steht vor der Tür, super Geschenk natürlich. Aber wir haben nicht nur Indien dabei, weil ich jetzt gerade Christmas Edition habe. Wir haben auch eine ganz tolle Christmas Edition von Aha Riese. Kennst du den? Ja, aber nicht der Christmas Edition. Einen Moment, ich zeig mal was, sehr schön. Und zwar ist das Aha Riese, der Rum von den Jungferninseln, der leckere Rum, den Männer und Frauen mögen, aber der ist so, wirklich, kommt wirklich gut an. Und das ist die Weihnachtsedition, der schmeckt wirklich, der hat wirklich Spekulatius-Aromen und Zimt und alles, was man so haben kann. Wirklich toll. Und den muss man auch mal probiert haben. Sehr lecker. Auch als Präsent, limitiert. Das ist die diesjährige Aktion, also was will man mehr? Genau. Gute Verkäuferin habe ich hier, das ist sehr, sehr schön. Also, Paul John, wie kam es dazu, dass Whisky in Indien hergestellt wird? Ja, also, Indien ist der größte Whisky-Produzent der Welt. Ja. Ja. Tetra Pak, Molasses, yeah, lecker. Ja, das stimmt. Also, klar, die saufen den Scheiß alle selbst, hätte ich beinahe gesagt. Entschuldigung, sagt man nicht. Aber dann hat sich Paul John gesagt, der Inder, wir müssen auch mal was Hochwertiges machen. Ich möchte mal einen geilen Whisky wie in Schottland haben. Da hat er wirklich seine ganze Crew nach Schottland geschickt, mehrere Jahre in die Ausbildung. Die sind die ganzen Distillen durchlaufen und haben dann wirklich diese tollen Produkte kreiert. Wir haben ja auch noch Fassstärken, wir haben alles Mögliche noch. Wir haben jetzt nur diese drei Produkte hier, aber wir haben eben ganz tolle andere Editionen noch. Also, und sie spielen auch damit, machen mal ein Oloroso-Fass-Finish oder machen tolle andere Sachen, qualitativ sehr gut. In Tastings kommen die auch immer super toll an, kann ich nur so sagen. Muss man probiert haben, ein qualitativ hoher Inder. Genau, und Blindverkostungen schneidet es echt sehr, sehr gut ab. Ja. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Kerstin Nagel vom Bremer Spirituosenkontor. Vielen Dank, tschüss.